Ja, ich heiße willkommen zum Vortrag zum Thema Cloud Network Readiness. Das ist ein Thema, was mich die letzten paar Monate schon häufiger beschäftigt hat und so richtig viel gefunden habe ich nicht. Hallo, reagiere. Eine kurze Vorstellung. Ich komme von der Firma Network, ein IT-Dienstleister in Paderborn, etwas über 70 Mitarbeiter. Wir haben so die Schwerpunkte Unified Communication, Exchange, Skype for Business, SharePoint, unseren Osmoroxy als Mailverschlüsselung und Spamfilter. Ich selbst bin Frank Karius, der MVP für Skype for Business oder Office Server. Die Webseite MSXFAQ kennen Sie wahrscheinlich und viel mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Der Inhalt meiner Präsentation ist daraus begründet, dass meine Kunden eben Office 365 einsetzen oder ansetzen wollen oder anfangen damit und dann immer drei Fragen kommen nach dem Motto, wie viel Bandbreite brauche ich es? Wie kann ich dann überprüfen, ob die Performance gegeben ist? Da komme ich später nochmal drauf. Und wie kann ich prüfen, dass alles funktioniert? Das heißt, ich muss Informationen sammeln. Was es nicht ist, es ist kein Vortrag über Network Assessment, sowas, was Microsoft macht. Das ist etwas, was einmalig passiert und es ist auch nicht unbedingt ein Sizing-Vortrag, den habe ich vor 2 Jahren gehalten, aber ein paar Folien davon habe ich übernommen. Ganz kurzer Vorschau, Office 365 Grundprinzipien. Ich gehe davon aus, alle, die Office 365 heute schon nutzen, wissen das alles. Und da gibt es einen schönen Vortrag von Microsoft, von der Ignite, der 1,5 Stunden lang ist und ich versuche das in 5 Minuten zusammenzufassen. Es gibt nämlich 4 Fakten, auf die man wirklich aufpassen muss. Das eine ist, versuchen Sie möglichst, Ihren Office 365-Verkehr von dem normalen Internet-Traffic zu separieren. Also das Unterscheiden ist schon mal das Wichtige. Weil der Zugriff auf Office 365 ist ja nicht zu verwechseln mit dem Zugriff auf das große anonyme Internet, sondern es ist ein Zugriff auf Ihre originären eigenen Daten, die halt nur bei Microsoft gehostet werden. Das heißt, die Daten, die Sie von Office 365 nutzen, da müssen Sie einige Dinge nicht tun, die Sie bislang für Internetzugriffe nutzen, zum Beispiel allzu tiefe Inspektionen, Authentifizierung gegenüber Proxy-Servers. In der Office 365-Umgebung ist das nicht sinnvoll, weil wenn Sie einen Azubi haben, der nicht im Internet surfen darf, will er trotzdem auf seine Mailbox zugreifen. Also je früher man separieren kann, das ist Cloud-Traffic in mein Tenant und das ist allgemeiner Internet-Traffic, desto besser kann man individuell darauf reagieren. Die zweite Geschichte, was Microsoft sagt, sorgen Sie dafür, dass Sie möglichst den kürzesten Weg zu Office 365 nehmen. Halten Sie es mal im Hinterkopf, da habe ich gleich noch weitere Folien dazu. Das gleiche gilt, vermeiden Sie Umwege über andere Server, also über Cloud-Proxies oder über doppeltes Nutting oder sonst was. Das heißt, immer Latenzzeit heißt, man hat kurze Wege. Und man versucht auch, das ist auch ein Beispiel am dritten hier, dieser grüne Pfeil drumherum, umgehen Sie all diese Deep Inspection-Geschichte. Dazu gibt es, wie gesagt, einen sehr großen Vorteil. Unten habe ich die URL drin mit dem Link. Die PowerPoint stelle ich später auf der MSX-FAQ bereit. Also haben Sie keine Notwendigkeit, es abzuschreiben. Ich bin nicht schuld für die langen Links. Jetzt schauen wir mal so. Es gibt die klassische normale Firma. Ich weiß nicht, wer zählt sich dazu? Ich kenne die normalen Mittelständler, die kommen zu mir und sagen, ja, wir haben einen Standort, wir haben Niederlassungen, wir haben Verkaufsniederlassungen und wir haben natürlich einen zentralen, einen ganz großen Proxy mit einer großen Internetanbindung, über die alle surfen. Das ist ein Status quo, den ich ganz häufig finde. Wer zählt sich denn noch zu diesen Firmen oder hat Kunden, die in diesem Bereich sind? Sind ein paar. Das ist natürlich der Worst Case für eine Office 365-Einführung. Da braucht man gar nicht lange drüber zu reden. Interessanter wäre es natürlich zu sagen, ich möchte möglichst an verschiedenen Ausgängen raus, dass der Weg sehr kurz ist. Das heißt, ein Homeoffice-User sollte nicht per VPN zur Zentrale gehen, um dann auf sein Office 365-Postfach zuzugreifen. Da haben Sie ja nur das Problem, dass Sie zweimal die Bandbreite an Ihrer Zentrale haben. Auch eine Niederlassung kann man sich überlegen. Warum kann die Niederlassung draußen, wegen mir in den USA oder sonst wo, nicht vor Ort ins Internet raus oder ich sage mal zumindest Richtung Office 365? Das heißt ja nicht, dass ich in der Niederlassung einen voll ausgewachsenen Internetzugang mit Inspektionen und sonst was bereitstellen muss. Ich muss nur sagen, ein Mitarbeiter, der in der Niederlassung ist, muss ab und zu ja mal sein Postfach in der Cloud öffnen oder Skype for Business nutzen. Und dazu muss er nicht unbedingt mein eigenes MPLS zumüllen, sondern das kann er auch vor Ort machen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie komme ich denn zu Microsoft? Ich glaube, die wenigsten Leute wissen wirklich, wie ein Office 365 Anbindung von Microsoft ist. Wir schauen uns mal hier einfach an. Das ist ein Internet. Ich habe hier als Beispiel 4 Carrier aufgemalt. Die Carrier haben untereinander natürlich eine Verbindung. Das heißt, wenn Sie in der Telekom sind und möchten auf einen Webserver zugreifen, der bei Vodafone gehostet ist, dann muss es dann einen Übergang geben. Das kann das DCIC sein, das kann das AMCIC sein, das können auch individuelle Peering sein. Soweit zum Internetprovider. Und dann gibt es da ein Microsoft-Netzwerk, ein Microsoft Global Network, was sich da quasi oben drüber legt. Das heißt, Microsoft hat ein weltweit umspannendes Netzwerk, was sehr viele Peerings zu verschiedenen Internet-Carriern hat. Die letzte Zahl, die ich wusste, waren 1700 Peerings. Das heißt, Microsoft tut alles dafür, einen direkten Kontakt zum Internet zu haben und zu den entsprechenden Carriern. Einfach das Ziel ist, Sie bezahlen Geld für Office 365 und Microsoft verwendet einen Teil von dem Geld, um zu sagen, ich möchte die Daten haben. Microsoft spricht dazu vom Hot Potato Prinzip.
Wenn Sie zum Beispiel bei der Telekom am Internet angeschlossen sind und Sie möchten auf einen Dienst zugreifen, der bei Vodafone läuft, was macht die Telekom? Die sagt, Zieladresse ist nicht bei mir, raus aus meinem Netz. Warum soll die Telekom das Paket über ihr Netz bis nah ans Ziel transportieren, wo sie kein Geld dafür kriegt? Die sagt, wo ist der nächste Übergang, auch wenn er nicht so optimal ist, weg zum anderen Provider, soll er sich drum kümmern. Das ist seine Bandbreite, kostet sein Geld. Deshalb Hot Potato, nichts wie weg damit, will keiner in der Hand haben. Microsoft sagt, das ist mein Kunde, der zahlt für mich, her mit den Daten. Das heißt, Microsoft hat ein Interesse dazu, mit ganz vielen Carriern Verbindungen zu haben, um zu sagen, lieber Carrier, wenn du ein Paket hast, was Richtung Office 365 soll, dann hier, direkt zu mir, gar nicht lang durch dein eigenes Netz leiten und damit hat man die Daten in der Cloud. Wenn ich also hier ein Firmennetzwerk dazu nehme, dann sieht es in der Regel so aus, ich habe irgendwo ein Stammhaus, das hat natürlich eine schöne Internetanbindung, ich habe meine Filiale, die über ein WAN angebunden ist, ein MPLS, ich habe vielleicht irgendwo ein Homeoffice, der natürlich der ein Tunnel-VPN hat, das ist der normale Weg und wenn ich über den Weg natürlich Office 365 nutze, dann geht mein Traffic diesen Weg. Da braucht man nicht lange drüber zu reden, das ist ineffektiv, das ist langsam, da freut sich der User nicht und zudem belastet es ihre eigene Infrastruktur über Gebühr, weil sie haben ja nichts davon, die Daten sind ja in der Cloud. Interessanter wäre es ja, dass diesen Weg zu gehen. Das heißt natürlich, ich muss im Homeoffice-User den Zugang ins Internet zulassen oder zumindest Richtung Office 365 und ich muss auf der rechten Seite in der Filiale überlegen, wie kann ich denn dort ein Breakout Richtung Internet, aka zumindest Office 365 Adressranges bereitstellen, damit die Leute dort raus können. Wenn Sie natürlich jetzt sagen, oh, das ist ja genial, so hat man den ganzen Traffic bei uns weg und idealerweise ist der Weg von der Filiale zum Datacenter geht eben nur durch den einen Carrier und nicht durch viele, nicht durch verschiedene Peerings, dann ist das der optimale Weg. Das ganze Problem ist aber, bei sehr vielen Kunden sieht es dann trotzdem so aus. Und die Problematik dabei ist, wenn ich Sie mal frage, Sie haben einen Mitarbeiter, der sitzt in der Filiale und er hätte vor Ort einen Internet-Breakout. Der PC in der Filiale, welchen DNS-Server fragt der PC? Den Domain-Controller vor Ort. Und welchen DNS-Server hat der Domain-Controller vor Ort als Forwarder? Den der Zentrale. Das heißt, wenn der Client in, ich sag mal, USA, in der Filiale USA, den Namen outlookoffice365.com auflöst, dann fragt er über den DNS-Server des Stammhauses in Deutschland, was von Deutschland die Frage zu Microsoft schickt und Microsoft sagt, oh, eine Anfrage aus Deutschland, der beste Zugangspunkt in Deutschland ist wegen mir Frankfurt. Und dann passiert genau das, dass der Amerikaner bei sich ins Internet rausgeht zu Carrier 4 und dann übers öffentliche Internet ohne irgendwelche Qualitätsgeschichte vielleicht zum Carrier 1 über ein Peering geht, wo sie keine Kontrolle drüber haben, damit er hier ins Office 365-Netz reingeht. Deshalb erste Fehlerkonfiguration, sorgen Sie dafür, dass Ihre DNS-Auflösung auch immer entlang Ihres IP-Pfades geht. Das heißt, jemand, der in den USA ins Internet geht, sollte auch in den USA den DNS-Server nutzen, damit Microsoft eine Chance hat, das rauszufinden. Stimmt nicht mehr lange. Komme ich gleich noch drauf. Wenn Sie zum Beispiel eine Abfrage nach outlookoffice365.com machen, können Sie ja machen, NSLookup, wie auch immer, dann bekommen Sie eine Liste der IP-Adressen. Es gibt eine Webseite, ungefiltert surfen, da können Sie drauf surfen und sagen, gib mir mal einen DNS-Server in Spanien oder einen DNS-Server in Brasilien oder was auch immer. Und dann können Sie sagen, per NSLookup frage ich diesen DNS-Server, hallo, wo ist outlookoffice365.com? Und dann bekommen Sie die Antwort von diesem DNS-Server. Ich habe das hier mal exemplarisch für 4 Standorte gemacht. Einmal Brasilien, einmal UK, einmal Deutschland, einmal Taiwan. Und entsprechend der DNS-Server, die ich damals gefragt habe, habe ich komplett unterschiedliche IP-Adressen genutzt. Das Microsoft nutzt die Source-IP der anfragenden DNS-Auflösung, um den richtigen Zugangspunkt zu liefern. Das passiert also auch abhängig vom Provider. Es kann also sein, wenn ich am Unity-Media-Kabelanschluss sitze, bekomme ich einen anderen Office 365-Zugang, als wenn ich beim Nachbarn den Telekom-Anschluss nutze, weil sie unterschiedliche Backbones verwenden. Das gleiche gilt natürlich auch für Firmen. Deshalb, kurze Frage, wer von Ihnen nutzt 8888 als DNS-Server? Oder 4444 oder 1111, ganz neues Thema mittlerweile? Falsche Antwort. Das heißt, Ihre Firewall oder was auch immer, oder Ihr Proxy fragt Google nach der IP-Adresse von Microsoft. Also sieht Microsoft eine Antwort von Google will was wissen. Ja, das Google Data Center steht woanders als Ihr Internetanschluss. Fixen Sie das. Es wird zwar beworben, die DNS-Abfrage über 111 ist viel schneller. Ja, die DNS-Anfrage kommt einmal am Anfang vor. Danach interessiert es mich nicht mehr. Meine Nutzdaten, dann sage ich, das relevant ist. Eine kurze Übersichtsfolie, wie das Microsoft-Netzwerk aussieht. Da gibt es ein paar URLs dazu, ein paar Links. Sie sehen, wie viele öffentliche IP-Adressen Microsoft hat. Damals waren es zwischen 20 Millionen öffentliche IPv4-Adressen. Für Azure braucht man sowas. Was für Sie mal interessant ist, es gibt unten eine Datenbank, die heißt peeringdb.com. Da können Sie draufgehen und mal gucken, welche Connects die verschiedenen Provider untereinander haben. Man könnte auch mal gucken, wer ist denn in Frankfurt beim D6 angeschlossen. Da würden Sie dann zum Beispiel eine Telekom mit 20 Gigabit finden.
Naja gut, die drei größten sind Facebook, Apple, Google oder Amazon, weiß ich nicht. Und die bewegen sich im Bereich von Terabit. Also viel zu Thema Internet made in Germany. Die Telekom macht da nicht so viel mit Peering. Aber das Microsoft taucht da auch nicht auf der ersten Liste auf, weil Microsoft nicht, also sehr ungern über das DCX geht, sondern sagt, wir machen direkte Verträge mit den Providern. Jetzt habe ich Ihnen gesagt, wir haben GeoDNS. Abhängig von Ihrem Standort bekommen Sie eine IP-Adresse für Outlook Office 365.com. Das war eine lange Zeit gültig. Microsoft ändert das im Moment. Und zwar stellen Sie sich mal folgendes Bild vor. Wir haben links einen Mitarbeiter, einen Host wegen mir 8888 von Google. Der ist am Internet angeschlossen über das Routing-Protokoll Border Gateway-Protokoll wird im Internet veröffentlicht, über welchen Weg man zu diesem Host kommt. Das heißt, über verschiedene Wege kann zum Beispiel ein Provider ein redundantes Routing aufbauen. Das heißt, mein Client unten möchte zu der IP-Adresse und über das BGP-Verbundnetz des Internets findet er den Weg dorthin. Das ist eine Möglichkeit, wie man Provider-Redundanz machen kann. Das Gleiche geht auch umgekehrt. Wenn Sie sagen, ich habe eine Firma mit zwei Internetanbindungen über zwei verschiedene Carrier, dann haben Sie den Provider-Independent-Netzwerk in der Regel, also ein Netzwerk, was Ihnen gehört und nicht den Provider. Und dann können Sie über beide Router sagen, hör mal zu, mein Subnetz kannst du über diesen linken Weg oder den rechten Weg erreichen. Und der Client, der unten ist, irgendwo kommt er zum Router, der sagt, ja, nach links sind es 5 Kilometer, nach rechts sind 3 Kilometer, dann ja, nehme ich den Weg nach links. Also nach rechts, den kürzeren entsprechend. Das Schöne dabei ist, wenn der rechte Weg durch eine Baustelle blockiert ist, dann sagt er, ja, dann nehme ich den nächsten günstigeren. Also es ist ein sehr dynamisches Routing aufgrund der IP-Adresse. Und jetzt kommt die Geschichte, die jetzt pfiffig ist, die heißt nämlich Anycast DNS. Stellen Sie mal vor, ich habe weltweit ganz viele Server stehen, also ganz viele Exchange Frontend Server zum Beispiel oder Skype for Business Edge Server. Und all diese Server haben die gleiche IP-Adresse. Jemand, der schon jahrelang IP macht, wird sagen, geht nicht. Eine IP-Adresse kannst du nur einmal geben im Internet, muss eindeutig sein. Ist nicht richtig. Ich kann überall Server mit der gleichen IP-Adresse im gleichen Subnetz veröffentlichen und per BGP auch diesen Leitweg überall verteilen. Das heißt, hier unten so ein PC, der da links ist, der sagt halt, für mich ist die 8888 in den USA, weil ich selbst in den USA bin. Die andere 8888 in Europa ist viel zu weit weg, die nutze ich nicht. Und das Interessante dabei ist, Sie müssen als Anbieter nur dafür sorgen, dass alle Server, die oben sind, natürlich die gleiche Information liefern. Für den Mitarbeiter, für den Client darf es kein Unterschied sein. Das heißt, egal zu welchem der Server ich gehe, ich komme hin. Und das Faszinierende dabei ist natürlich jetzt, dass sie sagen, hey, es gibt bloß noch eine IP-Adresse. Und egal wo ich bin, selbst GeoDNS stört mich nicht mehr, weil ich sage, das Netz sorgt für den kürzesten Weg, der auch noch erreichbar ist. Das ist eine Umstellung, die im Moment im Prozess ist. Die Skype for Business Edge Server machen das zum Teil schon. Und auch die IP-Adressen von Outlook Office 365.com, die Liste wird immer kleiner. Ich gehe davon aus, dass diese so langsam ausrollen. Aber gehen Sie davon aus, dass Sie irgendwann bloß noch für Outlook Office 365.com eine IP-Adresse kriegen und Sie nicht mehr sagen können, ja, das ist die brasilianische und das ist die sonstige, sondern dass es halt einfach nur über BGP-Routing entsprechend durchgeht. Richtig. Das heißt, Microsoft publiziert per BGP die Routen und ich als PC, mir interessiert das nicht. Ich schicke es zu meinem Default Gateway, aber der Router weiß dann, oh, nach links ist es so weit weg, nach rechts ist es anderweit weg. So funktioniert das Internet. Das ist auch das Problem, dass manchmal irgendwelche Provider Traffic von Facebook über Russland routen und so weiter. Also der BGP-Verbund mit den Providern, übrigens ExpressRoute nutzt das dann auch. Nein. Nein. Ja, für die Carrier ist das eine ganz normale Unicast-IP-Adresse. Ganz einfach. So, jetzt habe ich natürlich die Geschichte. Ist trotzdem Internet. Wenn ich hier jetzt weitergehe, ich kann natürlich Dienste nutzen, wie zum Beispiel ExpressRoute, dass ich sage, ich verbinde mein MPLS über einen Carrier nach draußen oder ich nutze ein eigenes Beinchen. Die Frage ist, brauche ich das? In der Regel nicht. Das Internet ist natürlich nicht qualitätsgesichert, aber Sie haben eben mitgekriegt, dass Office 365 versucht, kurze Wege zu machen. Machen Sie für sich den Test, machen Sie einen Traceroute auf Outlook Office 365.com und gucken Sie mal, wie viel Hops das Ding läuft. Da kommen wir gleich dann drauf und wie viele verschiedene Provider dazwischen sind. Es gibt ein paar Herausforderungen, einfach nur auf die Kürze. HTTP-Proxys sind Feinde einer Office 365-Lösung. Weil Sie möchten eventuell eine Authentifizierung machen, was Azubis aussperrt. Sie machen SSL-Inspection, was Latenz draufbringt, was CPU-Laster draufbringt. Sehr viele HTTP-Proxys haben Probleme mit der Anzahl der gleichzeitigen Sessions. Da kommen wir gleich noch drauf. Und selbst wenn Sie einen NAT-Router haben, kann der ein Problem haben mit den Ports. Komme ich später nochmal drauf, um das zu erklären. Für Sie nur als Info, es gibt diese verschiedenen Dienste. Das Bild kennen Sie sicherlich.
haben sie später als Ausdruck. Das ist mal so die Basisfolie, mit der ich nutze. Und natürlich interessiert mich, wer davon braucht nun wie viel Traffic. Und die Geschichte ist einfach, ich habe das nur mal kurz zusammengestellt, ohne jetzt einzeln drauf einzugehen. Für Azure AD Connect können Sie es ignorieren. Das sind ein paar Kilobyte pro User pro Sekunde, das sind ein paar Megabyte am Tag, das ist eigentlich lächerlich. Auch Authentifizierung ist im Verhältnis zu den anderen Diensten ganz wenig. Was für Sie interessant sein sollte, ist Office 365 Outlook, also Outlook MAPI Traffic, kalkuliere ich in der Regel mit 4 bis 8 Kilobit pro User pro Tag und 5 bis 15 HTTP-Connections und hätte gerne Latenzzeit kleiner als 2 Millisekunden. Das sind so mal ein paar Hausnummern, die man sich einfach merken kann. Heißt natürlich, wenn Sie einen Standort haben mit 5000 User und rechnen mit 10 Connections concurrently, dann haben wir 50.000 Connections. Jetzt kommt die Frage, wie viele IP-Adressen hat Ihr Proxy nach draußen zum Internet? Wie viele öffentliche IP-Adressen? Und Sie glauben gar nicht, wie häufig die Leute sagen, eine. Und wie viele Source Ports können Sie mit einer IP-Adresse bedienen? 65.535 abzüglich ein paar, die das System nicht nutzt, wie die Low Ports, was auch immer. Das heißt, es kann Ihnen passieren, wenn Sie sagen, ich habe hier plötzlich 5.000 User, die Office 365 nutzen und der frisst Ihnen 50.000 Ports weg, die permanent belegt sind. Es ist ja nicht ab und zu mal surfen, wieder schließen, sondern Outlook läuft ja im Hintergrund die ganze Zeit mit. Dann haben Sie schon 50.000 weg. Dann starte ich noch Skype for Business, was wiederum ein paar Kilobit braucht und ein paar Ports. Und da kommt vielleicht noch ein OneDrive-Client dazu und dann laufen Sie irgendwann out of source Ports. Etwas, was wir später auf jeden Fall überwachen wollen. Jetzt ist die Geschichte, ja, Karius, erzählen wir alles. Kann man denn auch mal prüfen, ob das geht? Wie kann man denn sowas messen? Oder jetzt haben Sie Office 365 und die Leute sagen, das Netz ist langsam. Jetzt komme ich zum Aspekt, der interessant ist. Das ist einmal die ganze Kette. Nochmal die ganz einfache Geschichte. Wir haben links einen Client über einen WAN, wir haben eine Zentrale, wir haben den Internetweg nach draußen, wir haben ganz viele Zwischenstationen, die es da gibt. Und was die meisten Leute natürlich machen, sie messen das über Systeme wie Nagios, Kakti und so weiter. Ich denke mal, diese Form der Grafiken kennen Sie alle. Und wenn Sie mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken, diese Grafiken heißt, Ihr Monitoring-System geht alle Minute oder alle 5 Minuten zum Switch und sagt, komm, Packets in, Packets out, Byte in, Byte out. Die Zahl hätte ich gern, ziehe sie vom vorherigen Ergebnis ab, speichere mir das in Datenbank und die Grafik sieht richtig schön aus. Und wie Sie sehen, von 6 Uhr bis abends 22 Uhr, das ist quasi so 2 Tage in etwa, ein bisschen länger. Und eigentlich würde man sagen, oh, die Leitung hat doch Luft ohne Ende. Der Punkt ist, die Auflösung dieses Graphen ist 5 Minuten. Das heißt, wenn da jetzt 10 Sekunden Überlastsituation ist, dann kann Outlook vielleicht ein bisschen rumzicken, aber Ihr Voice Call ist weg. Das heißt, das Monitoring, das erinnert mich, ich stelle mich in Bielefeld auf die Autobahnbrücke und gucke runter und sage, geil, kein Stau, alles rollt. Aber über dem Bielefelder Berg, wo die Blitzer stehen, da hinten stehen sie. Aber ich sehe es nicht. Also diese Art von Monitoring, Outband-Monitoring, ist für Office 365 aus meiner Sicht nicht hinreichend. Die Lösung, wie man das angehen kann, ist natürlich, ich messe aktiv. Das ist schon die Frage, ja, was messe ich denn? Microsoft sagt, VoIP weniger als 100 Millisekunden Latenzzeit, Outlook weniger als 200 Millisekunden Latenzzeit. Was meinen die unter Latenzzeit? Meinen die, ich gehe zur Haustür und klopf? Ja, ist da? Oder heißt es, ich mache die Tür auf? Oder gehe ich rein und hole ein Buch raus? Also die Frage ist, Latenzzeit ist nicht definiert. Die meisten machen einfach einen Ping, das ist aber nicht unbedingt ausreichend für die Funktionalität. Das heißt, es gibt die verschiedenen Tiefen der Latenz und es zeichnet gleich an entsprechenden Messergebnissen, was da möglich ist. Die einfachste Variante ist, man pingt. Sie werden häufig den Begriff End-to-End lesen, also End-to-End-Monitoring, so habe ich das einfach mal überschrieben. Ich kann natürlich einen Ping machen. Ping, ja, Ping, okay. Mache ich ab und zu mal. Interessanter ist zu sagen, ich mache den Ping einfach mal permanent, das muss ich nur finden in der Tiefe der Menge. So, das Ding macht einen Dauerping. Das sollte Ihr Netzwerk nicht belasten, weil es sind ja nur kleine 100-Byte-Pakete und ich sage mal so 10, 20 Pings pro Sekunde sind dann 1 Kilobit, das tut nicht wirklich weh. Und das Ding macht im Prinzip einfach nur einen Dauerping auf eine Webseite, in dem Beispiel ist jetzt google.com oder google.de, was auch immer. Und Sie sehen, das bewegt sich hier 13, 14 Millisekunden, sind aber auch ein paar mit 75 Millisekunden entsprechend dabei. Ist aber kein aussagefähiger Test, weil Ping hat das Problem, Ping ist ein ICMP-Paket, kein UDP, kein TCP, keine Firewall, die es groß blockt, keine Quality-of-Service-Geschichten. Es ist der billige Test für einen armen Jakob, aber nicht wirklich interessant. Interessanter wird es zu sagen, ich probiere mal einen Test über HTTP.
Und jetzt ist die Frage, wie kann ich denn testen, wie schnell Outlook Web, also Outlook ist, Exchange Online? Und der ganz einfache Punkt ist, fast jede Webseite hat ein Pfaff-Icon. Das heißt, unter URL, wo ist sie denn hier? Im schwarzen Pfeil steht sie drin. Also outlook.office365.com/over/Pfaff-Icon bekommen Sie ein ca. 8 Kilobyte großes Image. Und es hindert mich ja niemand, dieses Bild jede Sekunde runterzuladen. Und die Zeiten aufzuschreiben, wie häufig das passiert. Minimumwerte, Maximumwerte, Mittelwerte, die Zahlen irgendwo in eine CSV-Datei reinzuschreiben oder eine Monitoring-Lösung zu geben oder sonst was. De facto habe ich über den Weg TLS-Handshake aufgebaut. Ich habe den HTTP-Proxy in der Kette. Ich habe die Verbindung zu Microsoft. Erwarten Sie also hier keine Antwortzeit von 20, 30 Millisekunden, wie Sie sie bei Ping gesehen haben. Das kommt schon ein bisschen näher einer Outlook-Variante. Und auch dazu habe ich ein entsprechendes Skript, was das macht. Die finden Sie zum Teil natürlich auf der Messings-FAQ. Jetzt muss ich nur gucken, welches das ist. Das ist das Falsche. Das hier ist es. Jetzt mal gucken. Wahrscheinlich sehen Sie das jetzt nicht. Mal gucken. Alt plus, geht das größer? So, das ist im Prinzip einen. Ich warte mal, bis er fertig ist. Ist ein bisschen hektisch jetzt. Ich muss das. Warte mal. Sie sehen, da laufen noch ein paar mehr im Hintergrund. End-to-End HTTP. So, das heißt, der geht auf die Outlook.pfaff und Sie sehen quasi, jede Sekunde macht er einen Request. Das macht er 60 Sekunden und sammelt dann Min, Max, Average. Dann habe ich noch ein paar Counter hinterlegt. Was ist zu langsam? Also alles über 500 Millisekunden ist schon schrecklich langsam. Alles über eine Sekunde ist fehlgeschlagen. Definiere ich jetzt einfach mal so. Ein Paket, was, also ein Download einer 8 Kilobyte Image-Datei von Outlook Office 365 bekommen, die länger als eine Sekunde dauert, da ist irgendwas faul im Busch. So, und diese Daten sammle ich dann quasi in der CSV-Datei oder ich werte sie entsprechend aus. Und die entsprechende Auswertung müsste ich jetzt hier entsprechend auch haben. Das ist dann hier End-to-End HTTP. Das läuft alles bei mir lokal auf dem Notebook. Und da sehen Sie zum Beispiel Folgendes. Das hier ist jetzt da hier, der rechte Teil ist das LAN-Kabel, was ich hier reingesteckt habe. Also 15:35 Uhr, kurz bevor der Vortrag begonnen habe, habe ich hier das LAN-Kabel reingesteckt. Und Sie sehen quasi bis hier an den Farben unten, wenn ich mal die ganzen Haken da wegmache, hide all, und ich sage mal, wie viele Requests waren in Ordnung, also innerhalb eines Zeitfensters, was war zum Beispiel die durchschnittliche Antwortzeit, was ist das davor? Das davor war das Telekom-WLAN hier, wo ich eingeloggt war. Das heißt, man sieht quasi auf der rechten Seite, mein Ethernet-Kabel hier ist deutlich schneller als das WLAN der Telekom. Das Ethernet-Kabel ist auch ziemlich waagrecht im Vergleich zu dem WLAN, wo viele andere unterwegs sind. Wenn ich jetzt mal ein paar Tage nach vorne gehe, oder zumindest ein paar Stunden nach vorne gehen, hier vorne müsste normal irgendwo ein Peak geben. Und zwar davor. Yep. Ich sage mal, das für 8 Uhr, die Strecke hier ist das WLAN im Hotel. Aber jetzt überlegen Sie einfach nur, was es für Sie bedeutet, so einen Test 24 Stunden oder 30 Tage laufen zu lassen. Und es ist faszinierend, welche Daten man feststellt. Allein durch diesen passiven Test. Also mein Ziel ist es nicht, eine Volllastbedingung auf Ihrem LAN zu generieren. Also die Frage ist nicht, wie schnell ist mein Internet, sondern wie gut ist mein Internet. Nach dem Motto, wenn ich auf dem LAN-Kabel 1 Promille Grundlast laufen lasse, und irgendwas macht meine Leitung dicht, irgendein Download eines Windows-Updates oder irgendwas anderes, dann werden meine Pakete auch beeinflusst. Und zwar in einem Maß, wo ich sage, das gefällt mir dann nicht. Ist ein ganz einfacher Test und geht gegen Office 365. Mehr ist es nicht. Da habe ich dann nochmal für, wenn meine Demo nicht funktionieren würde, hätte ich dann hier nochmal die normale Geschichte. Jetzt kommt die Geschichte, ich habe das mal gegenübergestellt. Richtig, das ist nochmal ein Beispiel. Da können wir nochmal drüber weggehen. So, und jetzt stelle ich mal zwei Counter gegenüber. Das obere ist die Auswertung der Internetauslastung der Leitung von Netted Work. Und Sie sehen eigentlich ziemlich genau hier von der Uhrzeit, es gibt so einen Morgen, also das sind immer 2 Tage, das heißt tagsüber ist die Auslastung höher und nachts ist sie geringer. Warum auch immer gibt es da um Mitternacht irgendwo mal einen Peak, kann irgendwo Cloud-Backup sein oder sonst was, keine Ahnung. Aber hier unten die End-to-End-Performance über HTTP, da fällt das gar nicht auf. Der Trick dabei ist, ich habe QoS implementiert. Meine Firewall sagt, ich garantiere für MAPI-Traffic nach Office 365 eine Mindestbandbreite von 5 Megabit. Fertig.
Das heißt, wenn irgendwann ein Entwickler auf den Gedanken kommt, eine Azure-VM runter oder hochzuladen, funktioniert Outlook weiter. Aber da sehen Sie auch, die obere Messung mit SNMP sagt Ihnen überhaupt nichts aus über die Ende-zu-Ende-Performance von Office 365. Das gleiche gilt hier. Da habe ich gesagt, okay, jetzt gebe ich mal Gas. Ich habe ein Testprogramm, mit dem ich mal Volllast generieren kann. Das heißt, hier oben sehen Sie links die obere Hälfte, Vollauslastung der Internetleitung. Also hier 90-95%, das man halt so hinkriegt. Und trotzdem sehen Sie unten die Antwortzeit Ende-to-Ende für HTTP-Requests auf das FAF-Icon ist völlig in Ordnung. Ansonsten würden wir das hier feststellen, dass es nicht in Ordnung ist. Jetzt schaue ich mal weiter. Ja, FAF-Icon, das ist ja nichts. Kann man nicht einen synthetischen Aufruf machen? Kann ich nicht sagen, ich starte ein Skript, was sich mit dem Postfach verbindet und die erste Mail liest und das macht es alle Sekunde. Auch das geht. Dafür gibt es ein Skript, End-to-End EBS. Das verbindet sich dann per EBS mit dem Server. Das müsste dann das hier sein. Mal ein bisschen rüberschrubsen. So, das heißt, dieses Skript macht jede Sekunde eine HTTPS-Anfrage auf mein Postfach, verbindet sich per EBS und zählt die Anzahl der neuen Mails, die seitdem gekommen sind und gibt mir dann ein paar Informationen aus. Er misst also Pakete in und out. Sehen Sie auch hier Timestamp und Duration Min, Duration Max und Duration Average. Sie sehen hier die Frontend- und Backend-Server. Was interessant ist, was man hier beim Zoom ist, schlecht sieht, mein Backend-Server ist eigentlich immer der gleiche, es sei denn, Microsoft mal macht mal einen Datenbank-Failover. Mein erster Frontend-Server hier, der in der Mitte, ist auch der gleiche, aber der links ändert sich permanent. Das heißt, wer von Ihnen hat die Change on-Premises? Alle, oder? Ja. Also die anderen schlafen. Gut. Das heißt, Exchange on-Premises, so, Ihr Auto verbindet sich mit Frontend. Der Frontend sagt, oh, ich weiß, wo deine Mailbox ist. Ich gehe zum Backend, hier hast du die Daten. In Office 365 ist das anders. In Office 365 verbinden Sie sich mit irgendeinem Frontend. Sie sind in den USA. Über GeoDNS oder Anycast-DNS landen Sie natürlich auf dem ersten Frontend in den USA. Der Frontend in den USA hat überhaupt keine Idee, auf welchem Backend in Amsterdam oder in Dublin Ihre Mailbox liegt. Aber er weiß, dass Sie irgendwo in Europa sind. Data Location. Das heißt, der Frontend in den USA proxiert diesen Request auf den Frontend in Deutschland oder in Amsterdam oder in Irland, wo auch immer er stehen mag, und der geht zum Datenbankserver. Das Interessante dabei ist, dass hier links die Frontends mit jedem Request einen anderen sind. Es gibt also keine Affinität oder keine Stickiness. Da kann man jetzt sagen, da ist DNS roundrobbeln mit einem kurzen TTL oder irgendein anderes Load Balancing Stuff, egal was. Aber im Frontend ist eigentlich egal. Da gibt es überhaupt nichts, was persistent ist. Auch diese Daten kriegt man dann quasi entsprechend mit, wenn man sich die Daten entsprechend. Windows Escape und Start. Das muss ich hier mich erst wieder duplizieren. Zack. Auch diese Daten sieht man hier. Jetzt sehen Sie natürlich links, das ist eine logarithmische Skala, die Requests hierbei sind weit weg von 10, 20, 30 Millisekunden. Sie kommen zwar nicht, manchmal kommen sogar an die 1000 ran, aber die meisten der roten sind schon irgendwo im Bereich 100, 200 Millisekunden. Aber das ist ein Test, den Sie halt machen können. Sie sehen aber hier, da ist auch ein Peak zwischendrin. Das war, ist eine längere Messung, aber das war wirklich mal ein WLAN-Change. Da bin ich also raus von einem kabelgebundenen Netzwerk in den WLAN und wieder zurück. Jetzt kommt noch eine Frage. Da kommt, ich habe Exchange, ich habe Outlook offline, ich habe Outlook im Cached-Mode, alles wunderbar. Ich sitze in meiner Firma, da sind 100 Leute, die nutzen Outlook und nebendran ist der 101. Entwickler und der lädt gerade ein Windows 10 ISO-File runter und macht ein Windows-Update runter und lädt meine Download-Stream auf dem Internet, auf meiner Bandbreite voll. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich aus meinem internen Netzwerk steuern kann, wie schnell die Pakete vom Internet-Provider über meinen Warnlink bei mir ankommen? Quizfrage. Wer meint, es geht und wer meint, es geht nicht? Wer glaubt, man kann es steuern? Okay. Wer glaubt, die anderen sagen dann, sie können es nicht steuern. Die anderen weigern sich, sich zu melden. Auch okay. Schon richtig. Es hat keiner recht. Es liegt aber auch keiner falsch. Man kann es steuern für das Protokoll TCP. Und zwar über den Trick, dass ich sage, ich muss ja ein TCP-Paket, was reinkommt, quittieren. Und wenn ich die Quittung verzögere, führt es dazu, dass der Sender auf der anderen Seite die Bandbreite reduziert. Es funktioniert aber nicht für UDP. Nicht direkt. Da gibt es eher nur indirekte Lösungen. Aber Sie kennen den Fall, Sie haben im internen LAN Gigabit, Ihr Internet-Link ist wegen mir 110 Megabit und im Internet auf der anderen Seite läuft ein Akamai-Server. Es muss ja irgendwo eine Möglichkeit geben, dass Sie die Leitung, dass die Gegenseite nicht mehr als die 10 Megabit schickt, die sie kann. Und das kann man auch künstlich weiter verkleinern.
Drittes Testmoment. Wir haben jetzt Exchange Over gehabt, HTTP-Zugriffe. Die beiden Tests funktionieren natürlich analog mit SharePoint und anderen Geschichten. Jetzt haben wir natürlich Realtime-Audio, Video. Das sind Dinge, die aus meiner Sicht natürlich wichtig sind. Das heißt, wir haben hier Skype for Business und es gibt ein Tool von Microsoft, das heißt Skype for Business Network Assessment Tool. Wer kennt das? Wer hat schon installiert? Und wer hat das eigene im Startmenü gefunden? Okay, aufgepasst. Es gibt nämlich keins. Das Einzige, was wir mit dem Ding haben, ist eine Kommandozeile, die sich halt aufrufen lässt. Und dieses kleine Tool hat die Geschichte, er simuliert Testcalls zu Office 365, misst die, der Testcall dauert normal 17 Sekunden, dann macht er 3 Sekunden Pause und wenn man der XML-Datei sagt, wiederhole das 10-mal, dann macht das auch 10-mal. Und die Ergebnisse schreibt er in eine sogenannte TSV-Datei. Keine Ahnung, was Microsoft damit geritten hat, aber es ist eine Textdatei, in der dann drin steht, also das ist die Konfiguration. In der Textdatei steht dann quasi vorne Call Start Time, Packet Loss Rate, Round Trip Latency, Packet Send Bytes, all die Geschichten. Und diese Daten kann man auswerten. Achtung, wenn Sie das Programm wieder starten, überschreibt er die Datei. Er hängt es nicht an. Also bei jedem Start überschreibt er die Datei. Das ist ein bisschen unschön. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir im Prinzip ein Skript geschrieben, das gleiche, der diese Datei ausliest und die Daten wieder in die Visualisierungsplattform reinschmeißt. Und dann hat man zum Beispiel so ein Ergebnis. Ich weiß nicht, bis heute nicht, was hier passiert. Aber man sieht, es ist eine ziemlich gleichmäßige Linie, was die Voice-Qualität betrifft, aber irgendwo zwischen abends 17 Uhr und 22 Uhr, 23 Uhr, macht irgendwo jemand meine Latenzzeit von 50 Millisekunden auf knapp an die 70 Millisekunden hoch. Ich habe noch nicht herausgefunden, woran es liegt. Meine Zeit ist halt auch nur begrenzt. Aber Sie können es auch mit Power BI auswerten und dann sieht die Sache entsprechend so aus. Man kann es auch über die Verteilung, über die Zeit machen. Man kann es also richtig tief reinbuddeln, was man entsprechend machen möchte. Und weil das nicht reicht, sage ich, gut, das ist ein Skype for Business Test, den kann ich dauerhaft laufen lassen. Das heißt, die fressen von ihrer Internetleitung permanent eine 100 Kilobit Bandbreite mit Voice-Qualität und gucken, wie gut die ist. Das kann man machen, bevor sie überhaupt Office 365 einsetzen. Der wichtige Punkt ist, Sie müssen sowas messen, weil Sie können es anders nicht messen. Sie können es nicht per SNMP messen. Sie können nicht auf die blinkenden LEDs vom Router gucken. Das hilft nicht. Sie müssen wirklich sagen, ich lasse Autos auf der Autobahn fahren, die mir zurückmelden, wie lange sie gebraucht haben, um dorthin zu kommen. Es reicht nicht, sich auf die Brücke zu stellen und runter zu gucken. Da haben Sie nur einen ganz kleinen Ausschnitt, aber nicht die Ende-zu-Ende-Performance, die passiert. Was auch interessant ist, es gibt noch einen anderen Test. Sie kennen wahrscheinlich Skype for Business Edge Server und dieses Network Assessment Tool macht nichts anderes, als auf den Port 3478 des Servers zu gehen. Und genau das habe ich mir die Mühe gemacht zu sagen, ich baue mir ein PowerShell-Skript, was das entsprechend umprogrammiert oder missbraucht, nenne es mal. Wo ist er denn jetzt hier? Ist der hier? Nee, das ist der falsche. Na, ich nehme jetzt einfach mal den hier. Wo ist er abgeblieben? So, End-to-End. Das heißt, das Skript schickt ein UDP-Paket an einen Skype for Business Server und tut so, als wäre es ein Skype-Client und sagt, ich hätte gern von dir einen ICE-Kandidat. Die Gegenseite sagt natürlich, sorry, ohne Anmeldedaten kriegst du hier gar nichts, ist mir auch egal, mir reicht die Antwort. Und die Antwort macht nichts anderes, als wenn das Skript quasi sagt, halt, hoffen, das kann man sehen ein Stück weit, ja, brechen wir mal wieder ab. Ein bisschen hochscrollen. Das heißt, ich sende oben 5 Pakete hin und messe die Roundtrip-Zeit. Also hier sehen Sie, mein PC ist 12 Millisekunden von Office 365 Edge-Servern weg für die Payload UDP über 3478. Das ist was anderes als TCP über 443. So, und diese Informationen sammle ich schon mal, Mittelwert, Maximalwert, sonst was. Und dann fange ich an zu tricksen, zu sagen, so, jetzt schicke ich das Paket ab mit dem TTL von 32, 31, 30 und guck mal, ab wann keine Pakete mehr kommen. In dem Beispiel ist es so, dass ich quasi mit dem TTL von 10 keine Antwort bekomme. Das heißt, wenn ich ein Paket wegschicke und sage, Time to live ist 10, schafft er es nicht mehr bis zum Edge-Server. Heißt also, mein Client ist 11 Hops vom Office 365 Edge-Server weg. Das Faszinierende dabei ist zu sehen, wie sich sowas ändert. Das heißt, über so einen einfachen Test könnt ihr feststellen, ob ihr Carrier umroutet. Bei mir persönlich ist es so, dass an meinem DSL-Anschluss habe ich immer 10 Hops, außer zwischen 18 und 23 Uhr. Keine Ahnung warum, dann habe ich 13 Hops. Also irgendwas macht die Telekom in dem Backbone, dass ich zwischen 18 und 23 Uhr einen anderen Weg gehe. In einem Firmennetzwerk sollte das nicht passieren. In einem Firmennetzwerk können Sie sagen, solange da 10 ist, ist okay. Wenn da aber 12 vor 13 ist, dann hat irgendwo mein Carrier ein Problem. Oder das Netz umgebaut.
Aber es ist eine Information, die man halt sehen möchte. Nebenbei natürlich auch die Antworten, die da passieren. Auch diese Daten kann ich mir natürlich in mein Monitoring übertragen und sehe die dann entsprechend hier. Schauen wir mal schnell. Das ist jetzt quasi mein Live-Graph von heute. Ist eigentlich schön klein. Und wenn man ein Stück weit zurückgeht, dann sieht man, dass hier ein paar Ausreißer sind, immer wenn mein Notebook in den Schlafmodus gegangen ist. Das Faszinierende ist halt wirklich sowas im Live-Netzwerk mal zu sehen. Ich gehe mal zurück zum PowerPoint. Ja, im Prinzip, das ist das Bild, was Sie sehen hier unten. Ich habe hier meine Linie, die ist quasi immer 10. Aber in dem Zeitfenster passiert irgendwas Magisches. Meine Antwortzeiten geht hoch, meine durchschnittliche geht hoch, die Maximalzeit geht hoch und ich habe mehr Hops dazwischen. Übrigens, diesen Test können Sie auch von der Niederlassung Richtung Cloud machen. Und dieser Test schlägt wunderbar fehl, wenn Ihr Firewall-Admin ein Update macht und Ihnen den UDP-Port wieder sperrt, was auch gerne mal passiert. Das heißt, dass jemand sagt, UDP ist freigeschaltet, alles funktioniert, wird irgendeine Firewall-Regel aktualisiert, UDP ist zu, was macht Ihr Skype vom Business Client? Er tunnelt alles in 443 TCP, die Audioqualität ist schlecht. Und Sie suchen sich auf Applikationsseite, warum ist Audioqualität schlecht? Sie kommen ja nicht auf den Gedanken zu testen, hat mir jemand UDP 3478 zugemacht? Alles Tests, die man quasi noch gleich nebenbei mitschwenkt. Das gleiche gilt fürs interne Netz, wenn Sie von der Niederlassung zur Zentrale gehen. Auch hier kann man solche Testpakete fahren lassen. All diese Ende-zu-Ende-Tests kann man mit jeder Gegenstelle machen, mit Routern, mit Switchen, mit irgendwelchen Webseiten. Sie können auch einen Raspberry irgendwo ins Rack reinschrauben. Die können die Webseite von Ihrem Switch als Testprobe nutzen, was auch immer. Wichtig ist, lösen Sie sich von dem Gedanken, dass Netzwerkmonitoring auf Basis von SNMP das geeignete Monitoring ist für Office 365. Es gibt noch ein paar andere Tests, die ich gerne nutze, zum Beispiel Active Directory-Abfragen, File-Service-Abfragen. Da kann ich Ihnen Stories erzählen, die Sie anders gar nicht rausgefunden hätten. So, damit ich nicht weg ist, jetzt haben wir die Geschichte. Gut, das können wir messen. Damit haben wir noch nicht die Antwort gegeben, wie viel Bandbreite brauchen wir. Ich habe Zahlen geliefert. 4 bis 8 Kilobit für MAPI, 4 bis 8 Kilobit für Audio, für SIP, für Skype for Business, plus 100 Kilobit für Audio, plus 1 bis 2 Megabit für Video. Aber letztlich haben Sie überhaupt keine Ahnung, was Ihre PCs machen. Und die, die Exchange On-Premises haben, wenn Sie heute alle Exchange-Postfächer von On-Premises in die Cloud verschieben, dann ist die Last, die heute auf den Exchange-Server geht, morgen in der Cloud. Erste Frage, wie viele TCP-Connections hat die Exchange-Server? Ganz einfacher Befehl. PowerShell-Einteiler. Machen Sie den alle 5 Minuten auf dem Exchange-Server, speichern Sie diese in eine CSV-Datei, nehmen Sie Power BI und fangen Sie an, den Exchange-Server auszuwerten, weil genau diese Connections werden morgen über den HTTP-Proxy durch Ihren NAT-Router, durch Ihre Firewall nach Office 365 gehen. Und damit haben Sie eine geniale Kennzahl, um herauszufinden, mit wie vielen Ports muss ich denn demnächst rechnen. Addieren Sie noch einen Sicherheitszuschlag, weil da gibt es ja noch Group-Mailboxen und Shared-Mailboxen und was noch alles dazukommt, was Outlook natürlich noch durchaus interessanter macht. Aber aus dieser einfachen Zeile, ausgegebene CSV-Datei, können Sie ganz interessante Daten gewinnen, die Sie vielleicht heute noch gar nicht gedacht haben, die mit Office 365 gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel, das sind quasi 8 Server in der DAC, wo ich gesehen habe, guck mal, die Anzahl der Connections ist doch okay, ist ziemlich gleich verteilt, aber irgendwie die Punkt 26, die hat ziemlich wenig Connections. Da können wir mal gucken, was meint der Load Balancer? Hat der ein Problem? Ist der schlecht angeboten? Ist erst vor kurzem hochgefahren, dass die Lastverteilung noch nicht da ist? Weil im Idealfall sind diese Pakete schön gleich verteilt. Sie können auch ein Stück weitergehen zu sagen, wie viele Connections habe ich denn pro Remote-IP? Und auf einmal sehen Sie Ihre Subnetze und können sagen, ach guck mal, da hinten die Niederlassung in Sao Paulo, da sind ganz viele Connections. Das ist ein Kandidat für einen lokalen Breakout. Da ist es ganz wichtig, dass der schnell nach draußen kommt, damit er nicht mein MPLS belastet, während eine Niederlassung, die wenig Paket hat, ja, die kann ich noch ein bisschen übers VPN weiter betreiben. Das sind nur ein paar Connections. Aber mal ehrlich, wer von Ihnen hat einen Überblick, wie seine Exchange-Server heute durch Clients belastet werden? Wie viele HTTP-Requests haben Sie? Wie viele Ports belegt er? Wie viele Clients sind wo? Und das Spielchen geht noch weiter. Sie können es nämlich auch über die Source-IP machen. Dann hat man so Geschichten und sieht, guck mal, da ist der Client 10, 10, 1725. Der macht quasi fast 10% aller HTTP-Requests. Ja, wenn das mein Fax-Server ist, der per EWS drauf zugreift oder mein UM-Server, ist das in Ordnung. Wenn das ein böser Junge ist, dann ist das nicht in Ordnung. Also auch das sind Vorwarnkriterien, die Sie allein durch eine triviale Abfrage der TCP-Ports regelmäßig rausfinden können. Abfallprodukt dabei ist natürlich die Info, was ich für Office 365 brauche. Zweites Feld beim Exchange-Server. ES-Logs by Default sind dummerweise Byte Send, Byte Receive und Time Take nicht aktiviert. Sie können sie aber aktivieren. Bytes empfangen, Bytes gesendet. Wenn Sie einen Exchange-Server einen Tag laufen lassen und Sie holen sich diese Daten aus dem IES-Log, mal ehrlich,
EWS wird erfasst, OWA wird erfasst, RPC-HTTP wird erfasst, MAPI-HTTP wird erfasst, ActiveSync wird erfasst. Der ganze Traffic wird morgen über Ihren HTTP-Proxy in die Cloud gehen. Da ist die Datenquelle, Sie müssen sie nur nutzen, Sie haben sie. Was noch interessanter ist, die Frage, wie schnell sind meine Clients? Wer kennt das Feld Time Taken? Das Faszinierende ist, da kommt ein HTTP-Request zu meinem IIS. Counter läuft. Der Request geht rein. Der Exchange-Server macht die Authentifizierung. Der Exchange-Server findet die Mailbox. Der Exchange-Server guckt in der Mailbox nach, holt die Mail raus, schickt die Mail zum IIS zurück. Der IIS lädt sie zum Client. Die ganze Mail ist beim Client angekommen. Der Client sagt am Schluss, Acknowledge habe ich. Counter stoppt. Das heißt, das Feld Time Taken ist quasi eine geniale Ende-zu-Ende-Performance-Messung für einen Client. Sie müssen allerdings diese Zahl in Relation setzen zur übertragenen Mailmenge. Eine kleine Mail hat natürlich eine kürzere Time-Taken als eine große Mail. Aber wenn Sie zum Beispiel sagen, mein Exchange-Server braucht 10 Millisekunden, um die Antwort zu geben, dann sind die restlichen Millisekunden Ihre Latenzzeit auf dem LAN oder auf dem WAN oder auf dem MPLS. Die Daten haben Sie, Sie können sie einfach nutzen und wir brauchen sie später für Office 365, um so Daten rauszufinden. Das kann man also über Power BI auswerten. Das sieht man hier zum Beispiel so eine Geschichte nach Standorten, nach den Diensten. Ich habe dann also ein Skript, das die IIS-Logs entsprechend zusammenrafft, auch aus Datenschutzgründen. Ich möchte keine 5 GB Logfiles pro Tag durch Power BI schleusen. Das geht nicht. Also sage ich, liebes PowerShell-Skript, lade diese Datei ein, fasse Viertelstundenintervalle zusammen, fasse Source-IPs zusammen, nimm aus den URLs alles hinten dran weg, lasst vorne nur /EWS/ActiveSync übrig, dann wird aus diesen 5 GB, wenn irgendwo 200 MB, die kann man wunderbar entsprechend parsen und dann sieht man auch, wie die entsprechende Verteilung ist, in der Power BI, bis ihr kennt, man kann hier draufklicken und dann filtert er das entsprechend weiter. Wer noch kein Exchange 2013, 2016 hat, hat natürlich Exchange 2010. Und da gibt es natürlich MAPI over TCP, der alte RPC-Weg. Dafür gibt es aber die Exchange 2010 RCA-Logs. Auch dort können Sie Daten rauskriegen. Zum Beispiel, welche Clients haben wir, wie viel davon haben wir, wo sind die? Und hier sieht man ganz schön bei dem Diagramm Archiv-Task-Exe, die Eingeweihten wissen das, Symantec Enterprise Vault. Das heißt, bei dieser Exchange-Topologie macht der Archiv-Task-Exe von Symantec quasi, 40% des ganzen Datenvolumens aus. Zumindest der Requests. Aber auch das sind Daten, die natürlich morgen in die Cloud gehen. Können Sie entsprechend hochrechnen. Für IP-Verkehr, Skype for Business, gibt es eine andere Information. Wer von Ihnen nutzt NetFlow? Okay, ist hier ein Netzwerk an Bord? Weil nur die können die Antwort eigentlich geben. NetFlow ist ein Protokoll oder ein Weg, wie Sie auf Routern und Switchen erfassen können, wer mit wem wie häufig spricht. Ich als Exchange-Admin würde sagen, das sind Daten, die mich interessieren. Über den Weg kann ich zum Beispiel rausfinden, wer hat die letzten 4 Wochen mit meinem Exchange-Server über Port 25 gesprochen? Wo steht dieser blöde Scan-to-Mail-Device, von dem ich lange nichts wusste, der einfach nur Mails zu mir schickt, den ich bei einer Migration in die Cloud vielleicht vergessen hätte? Die andere Geschichte ist, Sie sehen auch, wie unterschiedlich die Lasten sind. Linkes Bild, Anzahl der Connections. Und Sie sehen, 5061, Skype for Business on-Premise, die Hälfte aller Connections auf diesem Switch macht Skype for Business. Auf der rechten Seite sehen Sie das Datenvolumen. Ich weiß nicht, können Sie 5061 erkennen? Oben links. Das heißt, das sieht man ganz klar. Das SIP-Pakete sind viele kleine. HTTPS-Pakete, speziell Exchange, sind wenige große. Das sind Lasten, die Sie beachten müssen. Und jetzt frage ich Sie, würden Sie gerne SIP in HTTPS getunnelt durch Ihren Proxy schleusen, wenn Sie so eine Zahl haben? Blödsinn. Also lassen Sie die Zugriffe auf Skype for Business Online einfach am Proxy vorbei und dann sind wir wieder an dem Punkt am Anfang. Sie müssen quasi entscheiden, welcher Traffic ist Office 365 und welcher ist böses, gemeines Internet, wo man ganz tief reingucken muss und nach Viren scannen und sonst was. Skype for Business Online gibt es noch, On-Premises gibt es noch eine andere Geschichte. Software-Defined Networks. Wer kennt den Skype for Business SDN Agent? Ist ein Add-on, kostet nichts, können Sie auf dem Skype for Business Server installieren und dann schickt Ihr Client am Anfang des Calls, am Ende des Calls und wenn sich was Größeres ändert, mitten im Call einen Datensatz an den Skype for Business Server mit der Info, sieht ein bisschen kryptisch aus, aber quasi alle Daten, hört zu, von der IP-Adresse zu der IP-Adresse, habe ich so und so viele Pakete übertragen, davon waren so und so viel Packet Loss, mein Headset hat so und so viele Probleme gehabt, ein kompletter Datensatz. In der Cloud funktioniert das auch, faszinierenderweise. Sie kommen bloß noch nicht an die Daten. Microsoft sammelt die aber heute schon. Das heißt, die Informationen, wenn Sie später in der Cloud sind, was da los ist, werden Sie irgendwann auslösen können. Aber das kann man zumindest mit Skype for Business on-Premises heute erfassen.
Wenn Sie also sagen, wir haben heute Skype for Business on-premise und wir wollen morgen Skype for Business online nutzen oder Teams nutzen, dann ist eine wesentliche Information, wie arbeiten meine Mitarbeiter heute? In welchen Subnetzen gibt es heute Probleme? Wie viel Bandbreite brauchen wir sie? Das heißt, auch wenn Sie für die Applikation verantwortlich sind, zu Ihrer Applikation gehört der zufriedene Benutzer. Und zwischen dem zufriedenen Benutzer und Ihrem perfekt gewarteten Exchange-Server gibt es eine sehr ungenaue, ungewisse Komponente, die heißt Transfernetzwerk. Und um die müssen wir uns ein Stück weit halt mitkümmern. Jetzt wissen wir quasi, wie viel Volumen wir circa haben können, weil das weicht ja von Kunde zu Kunde ab. Und wir wissen etwa, wie wir das messen können, nach dem Motto, lass mal der Grundlast laufen. Und jetzt kommt die Geschichte, okay, Kollege, wir möchten morgen 1000 User in Outlook haben, wir haben hochgerechnet, wir produzieren circa 6, 5, 6, 7 Megabit mit 5000 Connections, die kommen morgen oder übermorgen oder vielleicht gar nicht. Können wir das simulieren? Simulation macht erst Sinn, wenn Sie eine Volumenabschätzung haben und wenn Sie ein Monitoring haben, mit dem Sie prüfen können, ob Ihre Simulation einen Einfluss hat. Also ist die Frage, wie bitteschön kann ich eine Last simulieren? Wie kriege ich jetzt 15, 15 Megabit auf Outlook drauf, also auf Exchange Online? Klar, ich kann mir eine Azure VM kaufen, dort eine Gegenstelle installieren und ganz häufig Dateien runterladen. Hat zwei Nachteile. Azure VMs laufen nicht in der gleichen Netzwerke wie Office 365, also ist die Aussagekraft eingeschränkt. Und zweite, Azure VM ist verdammt teuer, wenn Sie downloaden. Uploads sind billig, aber Downloads müssen Sie dafür bezahlen. Also ist die Sache, naja, die FAF-Eigen runterzuladen, ist aber auch nicht gerade sexy. Lauter 5, 6 Kilobyte Files, das ist ziemlich viel. Ich kann auch diese Health-Check-URL rausladen, aber das sind halt ein paar Kilobyte, das bringt nichts. Damit kann ich zumindest das Datacenter ermitteln, also auf welchem Datacenter ich gelandet bin, was auch ganz nett ist, also ob Microsoft von Amsterdam nach Dublin umgeschaltet hat zum Beispiel. Aber merken Sie sich folgende drei URLs. Die erste ist der Health-Check, damit kriegen Sie einen Text des Frontends raus. Der zweite ist die FAF-Icon und die dritte ist meine Lieblings-URL, das ist das S-MIME-Control von Outlook Web App. Also wenn Sie in Outlook Web App, also OVA Mails lesen und sagen, ich möchte S-MIME machen über Optionen, dann müssen Sie ein MSI runterladen und installieren. Dieses MSI können Sie anonym runterladen, unauthentifiziert. Das heißt, wenn Sie auf den Link klicken, macht es flupp und Sie haben 700 Kilobyte runtergeladen. Ich bin natürlich zu faul, auf Links zu klicken. Ich mache das dann natürlich automatisiert. Das heißt, ein ganz kleines PowerShell-Skript, wegen mir 1 bis 10.000. Download die Datei nach Dev0. Ich habe es damit geschafft, auf einem normalen PC 73 Megabit zu produzieren. Auf diesem Notebook, 5 Jahre alt. Das heißt, machen Sie das bitte nur, wenn Sie wissen, wo der Notausschalter ist. Weil das kann Ihr Netz ganz schön stören. Ziel ist es, dieses Skript so anzupassen, um genau die Leitung, die Last auf die Leitung zu legen, die Sie erwarten. Weil jetzt kann ich sie drauflegen und gucken, geht Surfen noch, geht SAP noch, kann die Buchhaltung mit Daten verarbeiten, geht das noch, also was geht noch und was geht nicht mehr. Es gibt ja auch andere, Ihre Internetleitung ist ja nicht bloß ein Spaßfaktor, da läuft ja eine produktive Last drauf. Aber jetzt kann ich noch sagen, hört auf damit, wir haben ein Problem. Später, wenn die Leute migriert sind und Outlook starten, dann können sie nicht mehr sagen, könnt ihr mal aufhören, Outlook zu starten? Aber der Punkt ist, das ist nur eine Momentaufnahme. Das Monitoring muss vorher laufen, von Anfang an bis zum Ende permanent durch. So, und das ist im Prinzip der Test gegen Exchange Online. Kann man wunderbar machen. Die nächste Geschichte ist Connection Limit. Ich habe Ihnen gesagt, ein Outlook braucht so und so viele Connections, also gibt es das nächste Skript. Dummerweise dieses Programm Invoke Web Request und Invoke Web Method machen ein Pooling. Das heißt, der zweite, dritte, vierte Connection macht immer die gleiche Session auf wie vorher. Wenn ich aber sage, ich nehme dafür diesen alten System.NET HTTP, HTTP-Client und starte den, der macht mit jedem Aufruf einen neuen Port auf und ich schaffe es damit von meinem PC mit 40.000 Ports, 40.000 Mal von meiner MSXFAQ eine kleine Textdatei runterzuladen, die mir genau sagt, mit welchem Source-Port ist er denn reingekommen. Und das zeige ich Ihnen einfach mal kurz, indem ich hier zu meinem, was ist das hier, meinem PowerPoint gehe, gehe hier unten drin. Ja, komm. So, das ist ein Skript, was mir einfach nur die Anzahl der TCP-Ports anzeigt, die mein PC gerade verwendet. Ist nicht wirklich berauschend, aber ist halt ganz hilfreich, um also einen Blick dafür zu kriegen. Jetzt mache ich mal das hier einfach mal ein bisschen gemeiner. Ich will jetzt hier das Messelan nicht stressen, aber ich sage mal 1000 könnte schon mal okay sein. Nicht lachen.
Und nicht abschreiben, das sollen sie nicht zu Hause machen und nicht in ihrer Firma. Also anständig bleiben. So, und jetzt gehen nach rechts halt die Connections hoch. Na, komm, mach. TCP Connections werden nach 2 Minuten wieder abgebaut. Das heißt, je schneller wir vorne die Connections reinkippen, desto schneller steigt die Geschichte an. Ich habe dann irgendwo bei 40.000, 50.000 halt mal aufgehört, weil irgendwann funktionieren die Requests nicht mehr. Weil der NAT-Router out of ports ist. Also auch hier Vorsicht, mit Gefühl angehen. Aber letztlich kann ich sagen, hey, wir haben morgen 1.000 Outlook-Clients, A10 Connections, also nehme ich dir jetzt 10.000 Connections weg. Wenn die Firewall dann nicht mehr funktioniert, dann mache ich hier Ctrl-C und sage, in 2 Minuten löst es von alleine, dann sind die Connections wieder freigegeben. Aber besser jetzt als später. Ja, ist ja wieder umgeschaltet auf Duplex-Mode. Einen Moment. In der Debug-Ausgabe sieht dann so aus, also wie gesagt, missbrauchen Sie jetzt die URL nicht, das sonst irgendwann wird mir 1 und 1 so einen Strich durch die Rechnung drehen. Aber hier sehen Sie links, das war quasi die Source-IP, mit dem ich rausgekommen bin, und hinten sieht man quasi die dynamischen Ports, mit der die Firewall mich nach draußen gelassen hat. Das ist eigentlich ein ganz netter Test, den man da so anstellen kann. So, ich bin, oh, ein bisschen früh, habe schnell gemacht, hat auch keiner gefragt. Das ist natürlich problematisch, weil ich dann so richtig im Fluss bin. Trotzdem, Fragen? Ideen, Überlegungen, Kritik, gerne. Ja. Ja. Na gut, ich sage mal, S-Flow ist und Proxies ist der wesentliche Aspekt. Was wir auf jeden Fall tun können, deshalb habe ich am Anfang damit angefangen, das Thema Monitoring ist das Wichtige. Sie können auch, wenn Sie in der Cloud sind, heute schon anfangen zu sagen, ich habe bei mir im Netz etwas, was wegen mir alle Sekunde die Pfaff-Icon zieht, um einfach so eine Grundlast HTTP zu kriegen. Idealerweise geht sie noch parallel auf die Webseite Ihres Providers. Ein zweites Mal, damit man sieht, ey, beide haben Probleme, dann ist das Problem bei mir. Oh, Provider ist schnell, Microsoft hat ein Problem, dann brauche ich bei mir nicht zu gucken. Also das erste Bild mit diesen Diagrammen, die da laufen. Das heißt, eigentlich müssen Sie schon sagen, wer von wem nach wem wie kommuniziert und an welchen Stellen machen Sie Testprobes rein. Den Traffic, den Sie dann produzieren, haben Sie einfach im Kopf, Ihre Clients sprechen mit Office 365. Den Verkehr können Sie sehen. NetFlow ist Ihr Freund, HTTP-Proxy-Logs sind Ihr Freund, aber was anderes können Sie schlecht machen. Die Herausforderung ist zu sagen, wie kriegen Sie als Serviceverantwortliche für Messaging, Unified Communication, Active Directory, Windows Server die Netzwerker mit ins Boot? Weil die haben die Daten. In der Regel, je größer die Firma ist, desto eher haben die die Daten. Die rücken sie bloß nicht raus. Weil man damit natürlich auch ermitteln könnte, was schiefläuft. Bestes Beispiel, ich hatte einen Kunde, der hat gesagt, euer Outlook macht mein WAN dicht. Okay. Habe ich gesagt, warum macht Outlook dein WAN dicht? Ja, wir haben hier Riverbeds-Optimierer und die werden nach Connections lizenziert und seitdem ihr Outlook Anywhere macht, hat meine Riverbed keine Connections mehr frei. Sag ich, ja, zeig mal, wie viele Connections hast du denn da? Ja, hier so Grafik. Und da kam quasi dieses eine Skript, um die TCP-Connections pro Server zu ermitteln. Da hat es eigentlich seinen Ursprung. Also es gibt schon länger, da gab es kein Office 365. Und habe ich geguckt, ja, aus dem Subnetz hat mein Exchange-Server 5.000 Connections. Deine Riverbed sagt aber 15.000 Connections. Da stimmt doch was nicht. Kapiert die nicht, dass die Verbindung schon wieder abgebaut ist? Cache die was? Optimiert das? Ist es ein Load-Balancer-Problem, der vielleicht zur Riverbed die TCP-Connection offen hält, obwohl sie nach hinten schon gar nicht mehr da ist? Aber letztlich sind solche Werkzeuge das Essentielle. Aber viel interessanter war, als wir dann die Netflow-Daten gekriegt haben, und zwar den kompletten Datensatz, nicht bloß meinen Exchange-Datensatz, habe ich gesagt, ich habe den mal ausgewertet nach Source-IP und Destination-IP. 443 macht 10% aus. Was ist denn dieser Port 5000 irgendwas mit 60% Auflastung? Dann haben wir geguckt, der Port kommt mal unbekannt vor. Was sind die Ziel-IP? Ja, die Ziel-IP war das GOM-Server. Das heißt, die ganzen Software-Agents auf den ganzen PCs haben permanent eine Connection zum GOM-Server aufgehalten, die nichts getan hat. Einfach nur Heartbeat.
Aber da man in der Riverbette nicht ausgeschlossen hat, wurde sie gezählt. Habe ich gesagt, das ist eine sehr teure Connection. Schließ mal die aus der Optimierung aus und dann sind von deinen 5000 Connections plötzlich wieder 3000 frei und das Problem ist gelöst. Deshalb, diese Netflow-Daten sind sehr wichtig, sehr essentiell. Da kann man verdammt viel mit anfangen, wenn man denn mal rankommt. Hat das geholfen? Weitere Fragen? Also auf Routern weniger, es ist eine Firewall-Geschichte. Also wir haben eine Sophos bei uns und eine Palo Alto. Dort kann ich in der Statistik alle Flows sehen und dann kann ich sagen, rechte Maustaste drosseln, Bandbreite einstellen. Also es gibt das. Der Trick ist halt wirklich, ja, es ist das normale TCP-Handshake-Geschichte. Ich schicke ein Paket, also ich baue eine Verbindung zum Server auf, der Server schickt mir seine ersten 64K, wie groß halt mein Transfer-Window ist und wenn er keine Quittung kriegt, wartet er. Und ich muss dann irgendwann sagen, ich quittiere und dann geht es weiter. Und diese Quittung kann ich gezielt drosseln. Damit. So, und da ist man wieder in der Wahl. Wie arbeitet man? Bremse ich alles außer oder priorisiere ich eins und lasse das andere nach Best Effort? Also, das ist da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, gerade weil ich aus dem VoIP-Bereich natürlich die gleiche Thematik habe. Bandbreite zu drosseln, also zu sagen, alle kriegen nicht mehr als irgendwas, ist gefährlich, weil dann Bandbreite ungenutzt bleibt. Also, wir haben es bei uns die Erfahrung selbst gemacht. Irgendwann ist es halt wirklich passiert, dass ein Entwickler eine Azure-VM hochgeladen hat und das waren halt irgendwo 10 Gigabyte über eine damals 20-Megabit-Leitung, hat das halt 3, 4 Stunden gedauert. Und da war so richtig Cloud nicht mehr nutzbar. Und haben wir das rausgefunden, und haben gesagt, okay, jeder Mitarbeiter bekommt ein Limit auf 4 Megabit HTTP-Traffic, damit dieser Missbrauch schon mal weg ist. Heißt aber, abends 22 Uhr, alle schlafen, außer einer, das bin nicht immer ich, ich habe auch nicht mehr als 4 Megabit, obwohl die Leitung frei ist. Also insofern ist eine Limitierung ein Problem. Umgekehrt macht es Sinn zu sagen, Shared Medium, fahrt doch alle wie im Auto, aber es gibt die Busspur. Das heißt, man identifiziert Pakete und sagt, ihr bekommt eine Mindestbandbreite. Das heißt nicht, dass man diese Mindestbandbreite aus dem Volumen wegnimmt. Also wenn ich sage, also wir haben quasi gesagt, komm, Office 365, MAPI-Traffic 5 Megabit, fertig. Das reicht für alle Mails. Für 70 Mitarbeiter, wovon 20, 30 im Büro sind, das reicht. Das ist locker Reserve. Die haben sie mindestens, wenn sie sie verwenden. Wenn sie aber keiner verwendet, ja, dann ist die Bandbreite für andere verfügbar. Also es ist ein viel besserer Ansatz, ein Whitelisting, also ein Positivlisting. Die Herausforderung ist wieder, erinnern Sie sich an den Anfang, Sie müssen lernen, Pakete zu klassifizieren. Und dummerweise ist HTTPS das universelle Firewall-Tunnel-Protokoll. Mittlerweile tunneln sich alles in 443 rein. Aber es gibt dann entsprechende Firewalls, die gucken sich das Zertifikat an, was zumindest bis TLS 1.2 ja noch im Klartext lesbar ist und sagen, guck mal, das ist Facebook, das ist Twitter, was auch immer. Morgen muss man es halt über IP-Adressen machen oder über was auch immer. Wir nutzen teilweise on-premises Gruppenrichtlinien, um Outlook als Applikation ein QoS-Tag zu verpassen. Nicht, damit die Switche das priorisieren, das ist gar nicht Ziel der Sache, aber damit ich sehe, das ist Outlook-Traffic. Es gibt ja ziemlich viele Klassen, man muss die ja nicht alle verwenden, dass man einfach sagt, gewisse Pakete werden entsprechend klassifiziert. Und dann kann der Firewall auch sagen, oh, das ist Outlook. Er sieht ja nicht, dass es Outlook ist. Er sieht ja nur, da kommen TCP-Pakete, aber es hat ein QoS-Marking. Ist ein Missbrauch von QoS, aber manchmal funktioniert es. Aber letztlich müssen wir ein aktives Management betreiben. Permanent. Nein, ich würde es permanent machen. Stell dir mal folgendes vor. Heute alles on-premise. Hier ist mein Exchange, da ist mein Outlook. Dazwischen ist ein Netzwerk und Router und was auch immer. Der Mitarbeiter beschwert sich, Outlook ist langsam, lieber Admin, tu was. Als Administrator in der On-Premise-Umwelt, ich habe Zugriff auf den Client, auf seine Netzwerk-Counter, auf seine Performance-Counter, auf die Outlook-Counter, die Outlook auch anlegt, wenn man es zulässt. Ich kann mir die Netzwerk-Switche angucken, die Router, die Auslastung, ich kann auf dem Exchange-Server die IIS-Logs angucken, die Performance-Counter. Ich habe die komplette Kette. Morgen, Office 365, da ist ein Outlook, der User sagt, Outlook ist langsam und das Einzige, was ich sehe, ja. Der erste Pfad ist vom Outlook-PC zur lokalen Firewall ins Nirvana. Ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr über was. Deshalb kann ich nur sagen, in diesem Subnetz muss irgendwas stehen, was alle Sekunden eine Favicon sieht, um Dinge ausschließen zu können.
Das ist eine Permanentüberwachung. Ich sage mal, Ihr Auto misst ja auch nicht bloß bei der Zulassung einmal die Kühlwassertemperatur, sondern permanent. Das geht sogar noch ein Stück weiter, dass ich dran, drauf und dran bin zu sagen, ich baue mir eine kleine Software, die der User mal starten kann, der diese ganzen Tests auf dem Arbeitsplatz macht. Weil morgen haben sie einen Homeoffice-User, den sie nicht unter der Kontrolle haben. Und er sagt, es ist langsam. Er sagt, ja, was ist langsam? Ja, keine Ahnung, woher soll ich wissen? Ich bin Anwender, ich bin kein IT-Admin. Und dann würde ich sagen, start mal das Skript und der macht einen Test zu Pfaff-Eigen, der macht einen Ping, der macht das, der macht alle Tests, die man so machen kann, eben als gebündeltes Paket und schickt mir die Info und sagt, das ist das Problem. Dinge, die man ausprobieren muss. Wenn keine Fragen mehr sind, Kontaktdaten von mir haben Sie. Ist eine Herausforderung, Office 365 zu betreiben, zu überwachen. Vertrauen Sie nicht SNMP. SNMP lügt, weil es einfach zu ungenau ist. Fangen Sie an, Ende-zu-Ende-Monitoring, was auch immer. Und das, wenn man ein Stück weiter denkt, was hindert Sie zu sagen, ich mache jede Sekunde eine Anfrage gegen meine Domain-Kontrolle über die HSDUSN. Ich mache jede Sekunde einen kleinen Schreiben, 1 Kilobyte auf dem File-Server und gucke, wie schnell er ist. Ich kann Ihnen Horror-Stories erzählen von Kundenumgebungen, wo man genau diese kleinen, trivialen Skripte, diese Einzeiler in PowerShell, geholfen haben, das Problem einzugrenzen, weil Performance-Counter und SCOM und alles nichts gesehen haben. Oder auch mal richtig. Ende zu Ende. Ende zu Ende Performance. Vielleicht vor 2 Jahren wissen Sie vielleicht noch, Kunde installiert einen Domain-Controller auf VMware. Nebendran der 4 Jahre alte Domain-Controller auf Physik, da der auf VMware. Keiner hat es getestet. Irgendwie strikt. Exchange kann keine Mails routen, war die Fehlermeldung. Hä? Er sagt, okay. Ich frage den alle Sekunden, gib mir die Anzahl der highest USN. Und dann habe ich den anderen gefragt, highest USN. Warum auch immer war dieser virtuelle Server 10-mal so langsam wie der physikalische. Mit den Daten zu den VMware-Jungs gegangen und sagt, ihr garantiert mir hier doch eine gewisse CPU und so weiter. Ja, können wir uns nicht erklären. Guck, 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 guck. Schauen Sie sich die Readmes von HP durch. Vor 2 Jahren gab es ein Firmware-Update, damit die CPU über den Microcode erkennen konnte, dass dieser Gast wirklich was zu tun hat. Das heißt, die VMware-Plattform konnte gar nicht erkennen, dass dieser Gast zu langsam ist. War ein Microcode-Update für eine Xeon-Firmware. Finden Sie es ansonsten nicht raus. Aber Ende zu Ende ist das Schlüsselwort. Überlegen Sie, welche Applikationen Ihre Benutzer nutzen und wie Sie das mit einer ganz kleinen Grundlast überwachen können. Also nicht die CPU-Last messen, können Sie auch machen, aber die sagt überhaupt nichts. Gucken, ob das, wofür die Applikation gebaut ist, wofür der Service entwickelt worden ist, ob das mit der gewünschten Antwortzeit reagiert. Und damit können Sie mit Office 365 anfangen, weil das ist der einzige Weg, wie Sie Office 365 überwachen können. Sie haben keinen Zugriff aufs Microsoft Global Network, was SNMP betrifft. Sie haben keine NetFlow-Daten, Sie haben gar nichts. Das Einzige, was Sie haben, ist ein Client, der maximal über einen HTTP-Proxy rausgeht. Mehr sehen Sie nicht, ansonsten sind Sie blind. Also müssen Sie da irgendwas tun. Wäre meine Empfehlung. So, irgendwo habe ich noch 2 Folien, die kennen Sie wahrscheinlich schon, die letzten 2. Ich glaube, mittlerweile wird es langweilig. Sie haben, glaube ich, wieder diese Feedbackbögen, die Sie ausfüllen müssen, dürfen, können, wie auch immer. Ansonsten, ich will jetzt nicht zu lange verzögern, sonst kommen Sie zu spät zur Verlosung. Ich bedanke mich.